Papa hat richtig Durst. Guten Tag. Wir hätten gern was zu trinken. Die sind aber sehr unfreundlich hier, ne? Oh, die wollen sie einfach selber was. Ja. Hallo. Ja. Was denn bitte? Was ist da los? Braucht da jemand Hilfe? Ich weiß es nicht. Wo sind sie? Soll ich ihnen helfen? Rufen Sie einfach nochmal. Oh. Oh. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe jemand gedacht, hier braucht jemand Hilfe. Nee, hier braucht keiner Hilfe. Also, Entschuldigung. Ich wollte aber alles gut. Trotzdem, danke der Nachfrage. Ich wollte ja gerade zur Hilfe eilen. Entschuldigung, Sir. Kennt sich ein bisschen aus hier? Kommt drauf an, was Sie jetzt meinen mit draußen. Ja. Im Valentine, ja. Ja. Und im Salon ja auch, ja. Wissen Sie, wo man hier Karamellbonbons bekommt? Das weiß ich leider wiederum nicht. Mein Sohn, der sehnt sich schon nach Karamellbonbons. Ja, wissen Sie zufällig, gehört Ihnen der Salon hier? Und ja, unter anderem, ich bin Bruder des Besitzers, ja. Ja, wissen Sie zufällig, ob man hier noch ein Gebäude irgendwie erwerben kann? Oh, da fragen Sie mich auch, nicht, dass ich gerade wüsste. Nee, ja, okay. Dann schönen Tag noch. Sie danke, Ihre Frau. Für die Auskunft. Bitte schön. Wiedersehen. Komm, Tim. Ja, komm ja. Ich fängst auch noch an zu regnen. Scheiße. Ach du Scheiße, da ist wieder hier. Wu Leng Wang Yen. Hör mal, Wang Tang. Ja, Wang Tang, wartet. Hör mal. Mani. Ja, wie Name von dich? Tom Smuggel, du? Wanderjahr. 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 Wanderjahr, du Name? Wanderjahr? Mein Name ist Hiroyuki Katsumoto. Hirokochi Katsumoto. Katsumoto. Hiroyuki Katsumoto. Hiri. Kashi und Schmerke. Aber ich nenne dich Jim, okay? Ist das in Ordnung für dich? Mein Name ist du. Ja. Katsumoto. 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 Ja, okay. Hi. Ja. Okay, wenn hi wir Japaner sehen von deiner Familie, dann sagen wir denen, dass du hier wartest, ja? Neue Karte, Dr. Bayo. Ja. Okay, genau. Dann kommt ihm. Komm. Auf Wiedersehen, Yokomoto. Arigato. Ja, ja, Arigato. Wir müssen hier einen finden, der was zu sagen hat. Komm. Ja, ich glaube, da musst du zu den Deputy. Ja, wir fragen da mal. No, ich bleib lieber ein bisschen Abstand. Entschuldigung, Herr Sheriff. Ja, was kann ich hier tun? Warte mal, ich habe eine Frage. Natürlich. Wissen Sie vielleicht, ob man hier in Valentino noch irgendein Haus erwerben kann? Sir, das... Mein Sohn und ich, wir würden gerne ein Kinderheim eröffnen. Wir würden Gutes für die Kinder tun. Ich habe gehört, in Sondenis gibt es eins. Nee, das ist geschlossen worden. Wenn der hier reinkommt, die Kinder sind alle abgehauen. Ich glaube, in Valentine, da gibt es keinen weißen Haus. Nee, wissen Sie nicht? Wissen Sie zufällig, ob es in Strawberry oder Blackwater einen Bürgermeister gibt? In Strawberry gibt es auf jeden Fall keinen Bürgermeister. Und in Blackwater? In Blackwater gibt es... Nee. Doch, da gibt's. Oder, ich weiß es leider nicht, tut mir leid. Ich bin nur hier in Valentine, tut mir leid. Also, aber nicht, dass ja, dann werden mein Sohn und ich mal nach Blackwater reisen. Ich weiß, dass es in Sonntag nicht sein Bürgermeister gibt, glaube ich. Ja, natürlich. Ich habe aber noch eine klitzekleine kleine Frage. Ja, frag, Junge. Ist die Kirche denn irgendwann mal offen? Das kann ich leider auch nicht sagen. Kein Pastor da wahrscheinlich. Schade. Ja. Okay, trotzdem. Das haben wir auch nicht. Tut mir leid, Sir. Ich hätte Ihnen gerne geholfen, aber. Das ist trotzdem sehr nett. Kein Problem, Sir. Kein Problem. Dann wünsche ich noch viel Spaß hier, wenn Sie denn noch, wo man Karamellbonbons herbekommt? Ah, da fragen Sie mich was. Warten Sie mal. Ja. Karamellbonbons. Okay. Oh mein Gott. Karamell. Mit Karamellbonbons kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Ach, warte mal, komm her, ich geb dir was. Ja. Wirklich? Mich mit.
Haben Sie was für mich? Jo, was kann ich für dich machen, Brown? Ach, Bildcoast, oh, grüß dich. Vielen Dank. Ist das Rainer? Mit Bonbons für den Kleinen. Nee, kann dann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß, wen du meinst. Du meinst, wie hieß er nochmal, der leid, damals den Server gemacht hat? Keine Ahnung. Was? Sind Sie, denn der Karamell? Sie verkaufen Karamell? Ich habe die momentan noch nicht in meinem Sortiment, aber wenn das so weiter gut läuft, kann ich das bei den Bauernhöfen die Milch kaufen und dann kann ich das selber machen, ja? Ach so, jetzt fällt mir gerade ein. Junge, wir wollten doch, wo kann man hier nochmal Samen kaufen? Wo war das? In Blackwater. Guck, da wollten wir gerade hin. Ja. Vielen Dank, ja, Deputy. Und schönen Abend noch. Das ist sehr nett von Ihnen, passen Sie auf sich auf. Er kauft nämlich Karamellbonbons. Wichtig, wir werden beobachtet. Auf jeden Fall wichtig. Ihr braucht 5 Samen und ein Beet zu machen, ne? Ein kleines Beet. Ja. 5 und ein Eimer und Feuer. Genau, Eimer, damit ihr das Wasser schöpfen könnt und die mögen halt nur sauberes Wasser. Ja, das kann man abkochen dann, oder? Vom Brunnen. Genau. Ja. Genau, Brunnen. Und Eimer kriegt abkochen. Man auch im Blackwater, ne? Ja, 2 okay. Dollar. 2 Dollar pro Eimer, ja. 25 Penny die Samen. 2 Dollar pro Eimer? Ja. Wir brauchen doch nur 2 Eimer, oder? Es kommt immer drauf an, wie viele ihr pflanzen wollt. Ne? Also ich denke 3 würden passen perfekt. Ich rate mal, das ist dein Vater. Ja. Er sieht auf jeden Fall stark aus, links, rechts seine Hand und du bestimmt einen tragen kannst. Ich kann bestimmt auch 2 große Eimer tragen. Ja, wenn du das schaffst, natürlich. Natürlich schaffe ich das. Junge, dann müssen wir zur Bank mal gucken. Aber da müsst ihr aufpassen beim Kochen, ne? Ihr dürft das Wasser nicht zu lange, den Eimer nicht zu lange übers Feuer halten, ne? Weil wenn ihr das zu lange dort kochen lässt, dann kriegt der Eimer ein Loch. Oh. Und dann könnt ihr das halt leider nicht mehr brauchen, ne? Der ist durchgebrannt. Okay, ja, vielen Dank, Sir. Ja, kein Problem, passen Sie sich auf. Guten Tag noch. Ja, gleichfalls. Komm, Junge. Wiedersehen. Hast du hier noch Flocken? Ich glaub nicht, Papa, hab alles mitgenommen. Oder hab ich hier noch nicht? Ich glaub, ich hab noch. Warte, der Show ist vor uns. Gute Herren. Sind Sie fertig? Dankeschön. Gibt leider kein Geld mehr. Warum? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Also bei mir steht 0 auf dem Konto. 0? Ja. Wurden Sie ausgeraubt? Ich hab keine Ahnung. Also, kann schon sein. Sie haben was eingezahlt und jetzt ist nur noch 0? Es kann auch sein, dass ich nie was auf dem Konto hatte. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich haben sie nie was auf dem Konto gehabt. Weil bei mir funktioniert das. Eingezahlt? Na, wenn man nichts hat, kann man nichts sein. Ja, wir möchten mal Knoblauch ausprobieren. Warum denken Sie dann, wir wollen das mal anbauen. Mia, grüß dich. Hätte sein können, dass die Zahnfee mir was reingelegt hat. Ich weiß es nicht. Die Zahnfee gibt's doch gar nicht. Das weiß sogar ich. Ach was, die Zahnfee gibt's. Wirklich? Ja, natürlich! Soll ich meine 10... Oh, ich hab gar kein Kissenfeld mit auf. Ja, aber da wird da... Wer ist denn das? Ist das dein Vater, Opa, Onkel? Das ist der Papa. Vater. Ah, ja gut, da wird's doch sehr... den einen oder anderen Dollar wahrscheinlich unter einem Kissen oder Neuballen auftauchen. Wo kommen Sie her? Ihr Dialekt ist sehr ansteckend. Catchy, oder? Ja, ja. Ja. Aber es ist ja nicht zum ersten Mal. Ja. Ja, ich komme von da und da. Also von da und da. Ja, ja. Kann jetzt nicht sagen, woher ich komme. Schönen Tag noch, Herr. Aber dann. Ist die Kutsche jetzt überhaupt noch da? Warte mal. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Ah, sie steht noch da, sehr gut. Die lachen. Ah, sehr gut. So, jetzt mal Blackwater, mal Samen holen. Eimer. Ja. So. Jesus. Guck
Guck mal, hier ist sogar ein Lämpchen an der Kutsche. Wie schön ist das denn? Ey, die hat aber einen Wendehammer wie... Aber total schön, wa? Total chillig. Richtig geil. So. Wo ist der Junge jetzt? Warte, ich bin immer noch da. Ah, ja, Mario. Wissen Sie, was ich sehe? Dass Sie mir noch viel Geld schulden. Was? Was? Warten Sie mal, ich komm mal runter. Wie geht's Ihnen, Mr. Smoker? Ja gut, wir wollten gerade nach Blackwater mal fahren. Okay. Ja. Ich hab hier gerade einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Echt? Ein Ex-Deputy. Oh, wieso Ex? Ja, weiß ich nicht. Jetzt ist er ein Mitarbeiter. Was hat er denn angestellt? Werde ich noch herausfinden. Und dann feuer ich ihn auf. Ach so. Nein, sowas mache ich nicht. Ich bin nett. Ja. Ja, bezüglich des Geldes haben sie ja gesagt, wir haben da Zeit, ne? Ja, sie haben Zeit. Ja. Nicht, dass die Kugel in der Kammer, die braucht nicht lang. Was für eine Kugel in der Kammer? Was? Nein, alles in Ordnung. Ach so. Ich hab nicht meine Waffe, Sir. Gucken Sie mal. Ja, ich auch nicht. Gucken Sie mal. Da sehen Sie. Ich auch nicht. Nee. Macht mir meinen Job einfach. Ja. Ja, ja. Dann viel Erfolg noch. Wir fahren jetzt mal nach Blackwater Samen kaufen. Ja, denken Sie an das Geld, Sir. Ja, natürlich. Schönen Tag noch, Herr Mario. Mario! Der Mann hat gesagt, der tut das in seinen Laden mit rein. Sag Papa, er soll mir auch Karamell mitbringen. Okay, danke. Danke. Komm, wann kann ich denn mal morgen. Morgen. Morgen, ja. So. Komm, morgen. Der ist so bekloppt. Mario ist ein ganz lieber. Mario ist ein ganz lieber. Ja, ganz, ganz lieber. Tschüss. So. So, und hoch. Oh, und ich hab einen Dollar bekommen, Papa. Echt, Spawn? Ja, hab ich geschafft, Ultimate, hab ich geschafft. Tim und Tom, Taxiunternehmen. Was? Ja. Ich hab einen Dollar bekommen. Das ist schön. Auch oh, total durch. Schon. Ja, ja. Mario ist echt lieber. King Kong. Was hab ich was falsch gemacht, Papa? Nein, alles gut, Junge. Swap Rhines, das. Was? Weiß, wer von euch kann gut Englisch? Was heißt Swap Rhines? Was heißt das? Wechsel. Heißt das wirklich Wechselzügel oder sowas? Weiß das jemand aus dem Chat? Vielleicht? Swap Rhines, was da unten steht. Unten rechts. Ach, ihr seht das gar nicht. Wer macht das hier? Wartet. Da. Swap Rhines. Was das heißt? Ihr seht das gar nicht in der Kamera. Zügel tauschen. Ach so. Okay, weiß Bescheid. Dankeschön. Mary, grüß dich. Objektsicherung, wie geht's dir? Zügel soll tauschen. Ich lieber mit dem Pferd reiten? Nee, wieso? Weil du nicht mit mir reden willst. Du hast doch gar nicht gefragt. Doch, hab ich. Ich hab dich doch geantwortet. Entschuldigung. So, jetzt fahren wir nach Blackwater. Willst du fahren? Nein. Wie schön das ist mit der Kutsche, ne? Oh. Hier müssen wir abbiegen. Scheiße. Die Riemen, ne?
fast gar nichts. Mit das hier lang. Waren wir eigentlich schon mal im Blackwater, Sohn? Weiß ich nicht, Papa. Okay. Aber da ist die große Brücke, wo wir mit der Eisenbahn drüber gefahren sind. Ja. Wobei, wo lang denn jetzt? Hier runter? Oh. Oh, langsam. Oh. Anstrengender als wie mit Pferd zu reiten, ne? Finde ich nicht. Doch, ich finde das schon. Aber ich fahre ja zu schlecht dafür. Nee, du fährst sehr gut. Ich glaube, hier ist das Kaff, oder? Ist das hier nicht? Junge, kannst du mal auf der Karte gucken, wie weit das noch ist? Ja. Das ist noch ein Stück. Echt? Ja, geradeaus fahren die ganze Zeit und dann irgendwann links. Ohohoho. Boah, hier siehst du ja gar nichts mehr. Ich schon. Was, siehst du noch was? Ja. Dann fahr du. Nee, möchte ich nicht. Komm, fahr du. Nee, möchte ich nicht, Papa. Du machst das sehr gut. Hier, so, komm. Aber du schimpfst wieder und sagst, dass du mich hauen tust. Hä? Ich hab gar nicht gesagt, dass ich haue. Doch, hast du gesagt. Ja, du bist manchmal sehr vorlaut. Na, ja, komm. Entschuldigung, ich bin jetzt wie ein Mädchen. Geht jetzt eigentlich kein Glas. Doch das ist ein kleines Ziel. Ist das so gut daher? Sag, Big Ben, wie geht's dir? Ja, Junge. Nirai Garm, ne? Bin ich hier richtig? Ja, jetzt gleich links. Ja. Los, auf geht's! Links oder rechts, Papa? Geradeaus. Fahr doch nicht so schnell, wenn das so nebelig ist. Ich geh doch aber gut, Papa. Ja, aber andere Leute vielleicht nicht, die uns entgegenkommen. Du machst den Zaun kaputt! Oh. Das ist nicht meine Schuld, Papa. Ups. Ich hab keiner gesehen. Schon Winter. Ruckzuck. Ja, ruckzuck.
Ja. Hier, Blackboard, ne? Wo müssen wir hin, Papa? Ja, das weiß ich nicht. Was wollten wir eigentlich hier? Wir wollten zur Samenbank. Ja, du wolltest zur Samenbank. Warte mal. Ich glaube, warte mal. Da musst du hier, nächste rechts, dann wieder rechts, geradeaus, Ende der Straße links. Rechts? Gegenverkehr. Howdy. Guten Tag. Wo jetzt? Wieder rechts. Guck mal, die laufen auch einfach so mitten immer querfeld ein. So? Ja. Ende der Straße dann links, Junge. Ende der Straße links. Ja. Papa? Danke. Ja, hier müsste das sein. Halt mal die Hand. Ja, ich muss ja richtig ranfahren. Jo. Hier, guck mal hier. Die Tagshow. Ist das die Samenbank, Papa? Das ist die Samenbank hier, ja. Guten Morgen, Gentlemen. Ja, guten Tag, hallo, verehrte Dame. Warte mal. Was ist denn jetzt Knoblauch? Junge Dame, wissen Sie, was Knoblauch ist? Naja. Also mir ist der Begriff bekannt, ja. Ist so eine Knolle, die unter der Erde wächst. Wieso? Ja, nur so. Ich wollte das anbauen. Das ist lecker, Papa. Ja, und hält die Moskitos fern. Ja, das stimmt. Hier gibt's auch Pilze. Sagen Sie, sind Sie beide gerade mit Ihrer schönen Kutsche über die Prärie? Ja. Nicht Warum? So sehr gesund fürs Fahrwerk. Ja, Sie sollten besser auf den Wegen bleiben. Wirklich? Ja, wirklich. Aber da kann schnell gemacht. Mal was zu Bruch gehen. Wenn man da über einen Stein, der zwischen dem Gras versteckt liegt, fährt, dann kann das ganz mal schnell ein Rad brechen. Dann bleibe ich lieber auf der Straße. Da haben Sie natürlich recht. Naja, es liegt in Ihrer Verantwortung, aber ich dachte, ich weise Sie mal darauf hin, dass das doch sehr gefährlich sein kann. Auch das wenn die Tiere sich mal nicht. Vertreten, dann ja, weil wir haben kann das Kutsche Böse ausgehen. Seit heute. Ja, was ist denn jetzt? Da muss ich noch ein bisschen üben. Ja, aber das bekommst du sicher hin. Gott, das danke schön für den 35. Monat. Vielen, ja, bist vielen du denn? Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, schon Garlic, 11. Aber Garlic ja, das gesehen. Ist schon ein passables Alter, würde ich sagen. Da kann man auch schon mit einer Kutsche umgehen. Und Sie, wie alt sind Sie? Ich bin 31. Ach, hier ist Garlic. Hier, nein, Garlic sieht, nicht. Ne, das. Oh, Sie sind also alleinstehend? Genau, so könnte man das sagen. So eine hübsche Frau wie Sie. Ja, vielleicht äußerlich, aber mein Charakter mag vielleicht nicht jeder gern leiden. Also, ich finde Sie nett. Das freut mich, ich finde dich auch nett. Lassen Sie sich nichts anderes erzählen. Aber sicher doch. Dankeschön. Kein Problem. Darf ich Solo vorbei? Sind fertig bei Mr. Tanner? Darf ich einkaufen? Und Papa? Bitte? Ja, warte, nur gucken. Darf Solo einkaufen? Haben gewartet auf Ma'am und. Nee. Ja, selbstverständlich. Gehen Sie ruhig. Oh, thanks, Ma'am. Mister? Sure. Tja, Sie sind aber groß. Bin ich. Ja. Wow. Packen viele Mann und Frau zu Solo. Solo. Aber kann nichts machen, kann nicht kleiner werden. Nein, das ist doch toll so groß. Wäre auch gerne so groß. Nein, das ist nicht gut. Solo schlägt verstecken, weißt du?
Das stimmt. Nee, probier doch mal. Papa kann, den Garlic nicht kaufen. Brocken Garlic, Brocken Knoblauch. Ja. Black Sula haben Knoblauchgemüse. Er braucht einen Samen. Das, ach so, ja, den musst du bei Mr. Tanner kaufen hier, bei die Garlic. Ja. Musst du gucken, da ist eine kleine Fack mit einer Holzschuppe, machen in den Tote rein ein bisschen von die Garlic. Hab nichts gesehen. Mir so, musst du fragen, Mr. Tanner, ob hat noch vielleicht. Mr. Tanner, haben noch Garlic? Wir sagen, ja, machen nicken mit Kopf, sagen ja. Aber oh, ich muss ihn nochmal fragen gleich. Das ist lustig. Wollte nicht sein, Ma'am. Tut mir leid. Okay, wollte nicht sein, lustig. Aber freut mich, wenn lustig. Lieber lustig. Lieber lustig als traurig, wissen. Hm. Hast du gekauft? Nee, Papa. Was soll ich noch mal kaufen? Nix. Knoblauch. Musst du gucken, bei die Crow ist Garlic. Garlic. Die Crow ist Garlic, musst du da gucken. Gross Garlic Seed. Du wolltest den Samen kaufen, wirklich mal. Ja. Samen. Ja. 5 hätte ich gerne. Okay. Ne. Aber nimmst du mehr, solange er noch hat? Nur so. Ja, guck mal. Gib mir nicht mal 5. Vielleicht sagen jetzt nein. Nicht mehr verkaufen, ihr sollt. Hm. Das kann auch sein. Leute. 2 kann ich aber auch nicht kaufen. Weißt du, musst du machen. Mit 2 meistens. Wenn sie gehen kaputt, musst du mindestens machen 5. Dann. Ja, aber ich dachte vielleicht, wenn er mir 5 nicht geben kann, dann nehme ich erst mal 2 und dann vielleicht. Warte mal. Warte, kaufe. Da. So, 5. Ja, geht wieder. Okay, sehr gut. Sehr gut, schön. So, und jetzt brauchen wir noch einen Eimer oder sowas, ne? Wo kriegt man denn hier einen Eimer her? Wo war das denn? Fangen wir oben an. Ein Glasbottle, Kartoffel. Watering Jug. Ist das ein Eimer? Ja, das ist ein Eimer. Okay, ein Jug. Und 5-mal Samen haben wir. Jetzt müssen wir uns eine Wiese suchen. Lagerfeuer ist... Wo ist denn das Lagerfeuer? Ach, das habe ich im Pferd, ne? Hier haben wir aber auch einen Stall oder sowas, ne? Da ist doch Louis. So, lass mal gucken. Ja, Lagerfeuer habe ich hier drin, okay. Ach, wir haben noch 31 Nitrit für die Bennetson Farm. Müssen wir auch mal gucken. Wo ist denn die Kutsche hin, Papa? Die ist im Stall hier. Die ist kaputt. Muss repariert werden. Warum ist die denn kaputt? Das weiß ich nicht. Papa hat Samen gekauft und Eimer. Brauchen wir noch was? Ne, haben alles. Wir müssen nur am Fluss irgendwo eine Stelle uns suchen.